hallo und herzlich willkommen an den Wiedergabegeräten da draußen. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch nicht so lange aufs nächste Kapitel World of Goo warten und mach's einfach mal schnell durch. Oder an den Brückenbauer, da bin ich ja mal gespannt. Sieht schwieriger aus, als es ist. Ah ja, nee, ist klar, wa? Aber es ist ein lauschiger Sonnenuntergang. Als die Sonne untergeht über den letzten der Hügel, scheint einer der Bälle zu sagen, dass das Leben irgendwie wie eine gigantische Physiksimulation aussieht. Aber weil in den nadeligen Todesgrube fiel, wusste er, dass es wahrscheinlich keine Rolle spielte. Liebe Schilderzeichner. So. Von hier nach Do. Also jetzt bin ich doch echt versucht, hier einfach so ein bisschen hochzubauen. In der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie darüber biegt. Und einfach so eine Brücke bildet. So. Wie weit muss ich denn? Eieieiei. Vielleicht sollte ich dann doch hier nochmal irgendwo zwischenstabilisieren. Nur so für... muss ja jetzt nicht direkt brechen oder so. Ich habe da noch nicht so ein gutes Gefühl bei. Gerade. Ja. Hier unten möchte ich einen hinhaben. Ja. Nein. Das ist aber so ähnlich. Meine Güte. So. Also. Unverzagt geht's weiter. Hier einfach. Ja. Nein. Oh je. Oder, um es mit Fachworten zu sagen, what the fuck? Ich glaube, ich fange das nochmal von vorne an. Weil so geht das ja nicht. Also. Jetzt haben wir hier erstmal ein kräftiges Fundament, auf dem wir aufbauen können. Ne wo? Und dann möchte ich das jetzt einfach so nach oben weiterbauen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So. So. Dass es dann einfach irgendwann rüberkippt. So wie so eine mittelalterliche Zugbrücke. Aber da sollte man hier dann trotzdem noch verstärken. Ja, habe ich schon verstanden. Das sieht hier aber immer noch nicht so richtig fest aus. So. In der stillen Hoffnung, dass ich jetzt überhaupt noch einen Goo-Ball rüberkriege. Sieht doch schon wieder alles semi-kacke aus hier. Warum sagt mir das denn keiner? Zack. So, da ließ eine Befestigung. Nein. Nicht nach unten. Wir wollen nach oben. Nicht wahr? Wollen wir doch. Nein, nicht runterfallen. Nein, das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nochmal. Ihr habt noch Zeit mitgebracht, oder? Ist ja jetzt nicht so, als wäre das das erste Mal, dass ich mich irgendwo komplett verdödele. So.
und werde ich jetzt einfach versuchen, direkt reihreich vorzugehen. So. Wenn das jetzt nicht hält, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das kann ja von mir aus irgendwo... Wie weit muss ich... Ach, das ist unendlich weit. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass er Bonga Bonga sagt. Nein, 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 nein. Ich gehe einfach jetzt nochmal 3 Schritte zurück. Und ich sehe, dass ich hier noch so eine Stütze brauche. So. Na gut, na gut, na gut. Hier auch noch eine Stütze. Und jetzt... Sollte das ja... Nein, nein! Du fällst mir nirgendwo hin, du Freund, du. Jetzt knickt's hier ab, wa? Na, supi. Also irgendwas ist mit dem Sound ganz komisch. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich hoffe, mir brennt nicht gerade die Soundkarte durch. Das wäre maximalst unangenehm. Kong! So, wer sagt's denn? Wofür setzt auf der anderen Seite? Ne, jetzt nur noch... in Anführungszeichen... hier einmal rüber gefusselt, ohne dass mir alles abreißt. Kann ich ja auch direkt... hier irgendwie... Komm schon. Puh, das war keine einfache Geburt. Ich glaube auch nicht, dass ich mich dabei mit Ruhm bekleckert habe. Ich hoffe nur, es hat euch Spaß gemacht. Das jetzt die letzten 5 auch noch. 2, 1, Essig. So. Oh, sogar 15 extra Bälle, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das nächste Mal heißt es Regurgigations-Pumpstation. Pumpstation. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Zockt viel, zockt schön. Und von mir heißt es erstmal und tschüss.